Moin moin Leute, willkommen bei GTA 5 Online und jetzt fragt euch, what the fuck, warum am Samstag? Das hat einen bestimmten Grund, aber erstmal ist natürlich der Julia mit dabei, ganz klar. Ja. Wir müssen euch leider, leider die traurige Nachricht verkünden, dass wir wieder mit dem GTA Let's Play aufhören werden, aus einem bestimmten Grund. Wir haben ja diese Season angefangen mit den Challenges und da war es jetzt so, wir haben momentan aber keine Challenges mehr. Klar, so ab und zu weiß man zwar noch mal eine, aber das würde eben nicht allzu viel bringen. Jetzt einfach dann noch mal, ja, zwei Folgen in der Woche, das wäre dumm. Deswegen, wir haben auch schon ein neues Let's Play. Und zwar Diablo 3 plus Reaper of Soul. Das seht ihr dann ab Montag immer 18 Uhr. Auch mit dem Julian und dann auch mit einem anderen. Och ja, aber heute haben wir auf jeden Fall noch mal eine Challenge und die entscheidet über alles. Also wirklich, wirklich über alles hier. Er steht nämlich momentan nach den Challenges 7-7. Und die heutige letzte Challenge ist, wer kann bei 5 Sternen länger überleben? Ich würde sagen, wir machen es so. Natürlich stoppe ich wieder die Zeit, ne? Ganz klar. Und wir fangen, glaube ich, halt so bei 0 Sternen natürlich an, ne? Also tut mir leid, wenn ich gerade hier kurz Flugmodus reinmache. Julian, hör auf jetzt. Also wer kann da länger überleben? Und einer guckt dann halt zu, warum liegt hier Blut rum? Weiß ich nicht. Okay, also wollen wir anfangen? Nacheinander machen wir das. Julian, willst du Ja, anfangen? ja, Okay. ja. Okay. Dann hoffe ich, dass ich mich da so lange raushalten kann und dann mal sehen, wer am längsten überlebt. Bei 0 Sternen wäre natürlich angefangen, Was ganz haben wir klar. denn für Vorgaben? Ich würde sagen, mit jeder Waffe, die man hat, ne? Die man gerade so hat. Also ich habe jetzt zum Man Beispiel darf keine aber AK-Bomben kein mehr. nicht in Fahrzeuge einsteigen oder? Nee, nee, man so nur zu Fuß. Wir Okay. müssen hier so einfach nur irgendwie überleben. Achso, ich muss ja noch die Zeit stoppen. Sag doch Bescheid, wenn du Ja, anfängst. ich habe ja noch keinen Stern. Ach so, ja, dann musst du sagen, wenn du einen Stern hast. Dann komm mal raus hier und hol dir einen Stern. So. Ja, ich. Hast du einen? Ja. So. Okay, dann geht das jetzt los. Dann komm mal raus hier. Du musst Nö. schon auf. Oh, Alter, jetzt versteckst du dich da. Sonst überlebe ich ja nicht mal, bis ich 5 Sterne habe. Das natürlich. Ich habe ja keine Granaten mehr und so. Ich habe nur noch Maschinengewehr. Ich doch auch nicht. Es ist irgendwie in jedem Spiel so. In jedem Spiel verwendest du diese feige Taktik und versteckst dich einfach immer irgendwo. Willst du mich verarschen? In Diablo bin ich ja Melee. Ja, okay, in Diablo. Diablo ist was anderes. Sagt der Magier, ne? Der Magier ist scheiße. Du spielst doch Magier. Ja, der Magier ist ja aber scheiße. Ich habe ja gestern gemerkt. Nein, also er ist nicht scheiße, er ist okay, aber naja. Kann man ja Gerade sehen. richtig für dich. Naja, geht so. Ich habe immer noch nur einen Stern. Oh, da hinten kommen sie. Wo kommen sie? Na, Ah. zack, einer tot. Was habe ich denn hier? Also ich wollte ja eigentlich Diablo erst für FIFA machen. Da wir das jetzt für GTA machen, habe ich natürlich jetzt eigentlich diesen FIFA-Slot wieder frei. Weil das hört ja diese Woche auf. Oder dieses Wochenende. Jetzt muss ich überlegen, entweder mache ich FIFA doch noch weiter oder ich suche mir noch irgendein anderes Spiel raus. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Und da läuft er weg. Nicht mich erschießen. Ja, geh weg da. Ja, hatte ich gerade vor. Was rennst du da eigentlich so komisch gegen die Wand? Ja, ich wollte da irgendwie an der Wand irgendwie so ein bisschen verstecken, damit du mich da nicht Ich bin schon anvisierst. tot, bevor ich 5 Sterne habe. Das hat keinen Sinn. Du bist tr So trotzdem funktioniert tot. das nicht. Ja, wie denn? Ja, Doch mit dem Auto oder mehrere Runden. keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Wir können auch auf die Militärbasis, aber das. Das hatten wir schon. Ja, das ist es ja. Oder wir machen einfach. Naja, wir brauchen irgendwas, was noch darüber entscheidet, wer denn eigentlich das nun gewinnt. Ja. Kriegt man denn mehr Sterne, wenn man einfach so mit dem Auto abhaut und dann da ein paar Bomben rumwirft oder so? Ne, mit dem Panzer kriegst du 5 Sterne. Wollen wir das nicht so machen, dass wir uns in den Panzer reinsetzen, bis wir 5 Sterne haben und dann beide aussteigen und dann gucken, wer halt zuerst verreckt?
Ja, okay, machen wir so. Ja, dann bestellen wir einen Panzer. Ja, mache ich gerade. Pegasus brauchte man, ne? Ja, Pegasus? Ja. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. So it's available for pickup at our nearest location, sir. Am nächstgelegenen Standpunkt. Standort. Der wäre. Auch hier die Straße entlang. Dann hol mich mal ab. Boah, ja, mit dem Panzer oder was? Ja. Ja, warte, dann muss ich erstmal holen. Da vorne ist er ja auch schon. Hört man die PlayStation? Jetzt hat man sie gerade kurz gehört, ja. Auch wenn ich nicht rede? Nein, nein, dann nicht. Ja, okay, dann ist das natürlich wieder suboptimal, das werdet ihr in Zukunft nicht mehr haben. Es ist nicht mehr laut, Julian, es ist nicht laut. Ja, ja. Aber ich sag nur, in Zukunft wird das nicht mehr der Fall sein. Ja, weil es kein GTA alles mehr geben wird. Bei Diablo brummt, da brauchst du keine PlayStation. Nee. Gibt's zwar auch auf der PlayStation, aber wir spielen auf dem PC. Ja, genau. Soll ich schon mal so ein paar Sterne sammeln jetzt? Ja. Hau raus. Ich sehe das schon von hinten. Alter! Nicht verarschen? Ach, du hast mich fast getroffen. Hier alles neben. Also ich hätte jetzt mit dem Panzer 5 Sterne machen? Oder pass auf, ich steig ein. Ach, ich kann gar nicht einsteigen. Kann ich einsteigen. Ja, mach 5 Sterne, setz dich in mein Auto. Ich fahr mit dem Auto lang. Und dann haben wir beide 5 Sterne und ja, dann hol dir ein Auto. Ja, wollte ich gerade machen, aber du machst ja alles kaputt. Ja, weil ich 5 Sterne brauche. Boah! Alter! Schön. Sag mal. Vorsicht, Polizeiauto. Vorsicht. Vorsicht. Oh, mega. Alle Autos kaputt. Ja, ich bin noch zu Fuß unterwegs. Ah, da steht eins. Oh, Heli. Hallo, Heli. Gut, Heli. Das ist natürlich auch suboptimal, weil ich hab nicht volles Leben. Ich auch nicht. Ich hab nur die Hälfte. Ja. So, ich hab ein Auto. Ich hab grad 3 Sterne. Ich hab 4 Sterne. Ich hab 3. Geil. Oh, das bist du! Ich wollte dich gerade abschießen. Fahr mal hinter dir. Ja. Warte, Helikopter. Ja, an dem ran. Jetzt. Und die muss ich öffnen. Die stehen irgendwie noch ein paar anscheinend. Ja. Alter! Das war knapp. Kann man überhaupt 5 Sterne bekommen? Weiß ich nicht. Jetzt machen wir einfach 4 Sterne im Steig ein. Ja, komm her. Warte, hier sind immer noch Polizisten, die würden mich gleich töten. Warte, ich komm. Ja, wir fahren dann hier weg. Ja, komm. So, komm, fahr. So, also und kurz jetzt ein bisschen. Ich würde sagen, wir ziehen gleich runter und dann springen wir raus, okay? Okay. So. Warte. So, 3, 2, 1 raus. Küsst euch. Nein. Jetzt stehen sie. Headshot. Einen habe ich down. Oh, da sind Helis. Und du die Helis? Ja, ich nehme die Helis. Okay, nimm den Hub durch. Eigentlich spielen wir ja gegeneinander, ne? Eigentlich ja, aber ich befürchte ja auch. Ja, zack. Helis down. Einer. Hier hol ich noch den anderen. Ich bin zum Glück so, dass ich die gut treffen kann. Zack, zweiter Heli down. Oh, da oben ist noch ein Heli. Ja, den haben wir auch gleich. Wir dürfen uns übrigens nicht gegenseitig treffen, ne? Genau. Zack. Alter, ich bin so gut. Zieh dir das rein. Ich bin so gut. Warte, Heli. Kaputt.
Oh Gott, der Benefit ist ganz schön. Ja. Schon nicht leicht. Ich hole mal die Sniper raus, das dauert mir zu lange. Ja, warte, pass auf. Ein gezielter Schuss. Alter! Das war wirklich nur ein Schuss und der hat sich sogar noch bewegt. Ja, komm, noch ein gezielter Schuss. Nein, die Lampe blendet. Ach, da oben ist noch einer. Alter, fick dich doch. Nein! Tja. Hab ich wohl gewonnen. Ja, so. Ja. Ja, da gewinnt der Julian die Season. Season. Ja. Season in Anführungszeichen. Also ja. Ihr könnt uns gerne weitere Vorschläge für Challenges schicken. Vielleicht nehmen wir dann irgendwann nochmal auf, wenn wir Lust genau, haben. Genau, aber wir hatten uns vorgenommen 30 Challenges und das ist einfach viel zu viel. Und ja, also sozusagen ist jetzt, wir machen einfach kürzere Challenges und dann ja, ist diese Challenge beendet. Wir haben es gerade mal 11 Minuten, also ich würde sagen, wir machen, machen wir noch irgendwas. Muss ja nicht unbedingt eine Challenge sein, ich habe gewonnen. Du kannst jetzt meine Füße lecken, ne, küssen. Lecken. Nee, ich leck deine Füße nicht ab. Aber wollen wir einmal kurz eine Mission machen, oder? Nö. Das ist langweilig. Ich hab ja, irgendwie ehrlich gesagt doch keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, ich irgendwie auch nicht mehr so ganz, also... Also Diablo ist da schon was anderes, ne? Ja. Es wird übrigens auch wenig bringen, ne? Wenn, ich habe ja manche als Freund bei der PS3. Es bringt nichts, wenn ich habe es glaube ich schon 2-3 Mal gehabt, da habe ich FIFA gespielt und dann habe ich Einladungen bekommen zu GTA. Ich meine, seht ihr nicht, dass ich gerade FIFA spiele oder so? Achso. Und auch dann, ich spiele privat eigentlich kein GTA mehr, nur noch so zum Aufnehmen und da es jetzt auch so mit hier vorbei ist, werde ich auch so eigentlich halt nicht mehr ja, GTA spielen. Wir können ja einfach noch ein bisschen labern irgendwie. Genau. Zum Thema, mich seid ihr trotzdem nicht los. Wie gesagt, Diablo und Diablo. Amnesia. Was übrigens ein bisschen schief gelaufen ist. Wir haben schon 2 Folgen aufgenommen, 1,5 Stunden. Und, also 45 Minuten habe ich gespielt, 45 Minuten Manu. Ja, dann ist Manu aufgefallen, dass wir keinen Ingame-Sound haben. Also im Let's Play, wir hatten schon einen Ingame-Sound. Ach, du hast gerade hier, du hast meinen Panzer geklaut. Und eigentlich... Ach, das hast du. Ja, eigentlich haben wir mit Facecam gespielt. Also könntet ihr auch meine Fratze sehen in den ersten beiden Folgen, aber leider hat die Aufnahme abgebrochen, ohne es zu speichern. Genau, das heißt, ihr werdet in den ersten 2 Folgen keinen Ingame-Sound haben und meine Fresse noch nicht sehen. Aber es war ehrlich gesagt sowieso ein bisschen komisch mit Amnesia. Weil erstmal ist das Format bei der ersten Folge komisch. Da haben wir leider links und rechts 2 relativ dicke Ränder. Warum weiß ich nicht, bei der zweiten Folge ist wieder alles normal. Ja, und dann eben kein In-Game-Sound, weil ich hatte nämlich einen Trailer gedreht für ein neues Minecraft-Projekt, das jetzt circa in einer Woche starten wird. Und da wollte ich eben kein warum kann ich dieses Wort In-Game-Sound nicht aussprechen? In-Spiel. In-Spiel. Auf jeden Fall, ich wollte da den Sound nicht mit dabei haben, dann habe ich halt, so dumm wie ich war, vergessen, das wieder bei Fraps umzustellen, dass er eben den In-Game-Sound wieder mit. Manu ist schuld. Ja, bin ich wirklich. Deswegen, wir hatten überlegt, vielleicht lassen wir diese 2 Folgen und nimm's halt nochmal ganz, also komplett neu eigentlich auf, oder? Alter. Ja, ich beende mal den Satz, aber es ist halt blöd, wenn wir nochmal neu anfangen. Wir kennen das ja schon, dann gruseln wir uns nicht mehr. Und deswegen stehen wir in so einem Zwiespalt. Richtig. Ja, aber... Naja, mal FIFA muss ich mal sehen, also dann mache ich da wieder Ultimate Team, obwohl es da auch wieder gerade ein bisschen schwierig ist, weil da kommen die blauen Karten ja wieder bald raus. Team of the Season ist immer so pro Woche halt ein Team aus der Liga. Ja. Und da habe ich halt so teure Spieler verkauft, Gündogan, Reus, Lewandowski, halt die Sorte. Weil der Preis, der Markt, das wird total zusammenbrechen wieder. Ja, es liegt einfach daran, dass extrem viele Packs gezogen werden, dadurch die normalen Spieler total billig werden, weil die so oft gezogen werden. Genau, eben. Und deswegen
ich weiß ja nicht genau, wann die jetzt rauskommen, deswegen weiß ich nicht, ob ich da halt schon nächste Woche überhaupt mit anfangen kann. Okay, haha, ich bin gestorben, mein Panzer wurde zerstört. Also mal sehen, oder ich mache halt Karrieremodus weiter, das kam ja an sich auch ganz gut an anscheinend. Muss ich halt mal gucken, oder eben, wenn ihr, vielleicht wollt ihr auch ein ganz anderes Spiel mal sehen, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie ein Spiel sehen wollt. Dann mache ich das auch gerne. Ja. Hallo. Na komm. Ja, und den Leuten, denen GTA gefallen hat, die können gerne mal bei Diablo oder so reingucken, weil das war auch sehr lustig, die erste Aufnahme. Ja, war ganz lustig. Ja. Leider auf Kosten, auf meine Kosten war es sehr lustig. Eigentlich was? Die ganze Zeit. Am Arsch auf deine Kosten. Ich hab nur mich fertig gemacht. Ja, als ob. Nur weil ich ja meistens genau. Skill hab. Ja, als ob. Okay, aber ich wollte mal sagen, sonst wird das halt jetzt hier eine kürzere Folge, wir sind bei 15 Minuten. Ihr wisst Bescheid, also vielleicht kommt nochmal eine Folge, vielleicht sogar so als Community-Folge, halt, dass wir mal mit mehreren von euch jetzt spielen, das würde ich auch ganz gut finden, aber dann müssen wir eben sehen, wann. Ich hatte halt erst geplant, auch sonst halt GTA an den Slot für FIFA zu setzen. Dann bei Jürgen ist halt momentan dieses Zeitproblem da, also der packt das nicht. Wir haben Amnesia, wo er immer hierher kommen muss zu mir, wegen der Facecam und weil man das eben nicht online spielen kann. Und dann auch noch Diablo in der Woche jetzt immer. Das wird bei ihm ein bisschen kritisch, von daher. Ja, also mal sehen, wie es weitergeht. Bei Facebook. Die PlayStation. Ja, hört man nicht richtig. Ja, aber Alter, es ist jetzt ja... Was machst du da? Also, auf unserer Facebook-Seite seht ihr dann, oder bekommt ihr auch noch mehr Infos natürlich, wenn irgendwas ausfällt oder irgendwas als Karte, Special... Stell ich mal neben die Ampel, kannst du davon getroffen werden? Probier's. Wenn du sie umgefahren bekommst. Also unten in der Beschreibung Facebook und wir haben sogar Twitter. Ja, schön, dass mich der Ali überfährt. Dann kann man auch mal so ein bisschen twittern, wenn man vielleicht mal ein bisschen aufnimmt. Bei Minecraft zum Beispiel oder sowas. Also auf jeden Fall habe ich gestorben. Das kann schon gut. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Auch bei dieser Session wieder. Wir haben ja jetzt erst vor 2 Wochen eigentlich GTA angefangen. Und tut mir ein bisschen leid, dass es jetzt wieder aufhört. Aber ist nun mal so, wenn man keinen Spaß dran hat, dann soll man das auch nicht machen. Das würde man früher oder später sowieso merken. Es hat ja Spaß gemacht mit den Challenges, aber wenn man eben keine hat, dann lohnt sich es auch eben nicht mehr. Ja, dann vielen Dank fürs Zugucken und dann ja. Bei Diablo sehen wir uns bei, und bei Amnesia auch auf der 3. Folge, was auch nur einmal wöchentlich kommt, immer Sonntag um 20 Uhr übrigens. Ach ja, also momentan ist viel los, neues Minecraft-Projekt kommt dann ja auch noch, also total jetzt coole Model bei uns auf dem Server, wollte ich gerade sagen, auf dem Channel. Und ja, also vielen Dank fürs Zugucken bei dieser kürzeren Folge, obwohl wir es eigentlich jetzt auch schon wieder fast geschafft haben. Mit 2 Minuten, aber egal. Also haut rein und bis zu den nächsten Let's Plays. Tschüss. Ja, tschüss.